Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Wir sind jetzt hier beim Portage oder Podgatch oder was auch immer. Und da sind so zwei arenamäßige Dinger. Amphitheater. Search the area. Waren wohl keine Deepstalker. Aber die können auch nichts. Die werde ich gleich einfach mit den AOEs wegpusten. Den heile ich hier mit hoch. Dann setze ich mit dem die Magie, den Schutz um. Ja, macht den Haste an. Battle Frenzy, sehr schön. So. Das ist nicht so schön, wie der sich da jetzt hingeportet hat. Rumpel! Wäre vermutlich jeder andere cleverer gewesen, wenn die gekriegt hätten. Naja, egal. Kriege ich immer noch nicht erwischt da oben. Du Camp. Overkill. Habt ihr was? Nö. Geh mal wieder. Der hier. Naja. 6% Rüstung und 2% Evade. Gehen wir mal rasten und dann machen wir den unteren auch noch. Nördlich von Portage. Das eine westlich von Fort Remote kann ich auch streichen, das hatten wir auch. Hinter Sulfuras
Eye-Beasts hatten wir auch. Ne, Moment, hat man nicht. Nördlich von Honeycomb, zwei Boulder waren auch weg. Die To-Do-Liste ist schon sehr, sehr klein geworden. Also so wirklich in der Landschaft rumstehen, tut da auch eigentlich nichts mehr. Ach, scheiße, ich hätte... Jetzt stehen da überall Wachen vor. Oder konnte man da dran vorbeilaufen? Nein, konnte man nicht. Na egal, dann machen wir das halt ohne Wach. Das muss gehen. Blablabla. Ja. Deep Stalker. Kommt her, meine Freunde. Frenzy, schön. Die stehen jetzt auch alle schön beisammen. Hauen wir die gleichmäßig runter. Zwei Schritt sollte reichen. Rums. Rums. Da gehen die ersten Hops. Stufenaufstieg. Der ist kaputt. Der ist aber jetzt hier auch überladen mit Schwachsinn. Ich gebe hier mal ein bisschen was rüber. Die kann man eigentlich gut verkaufen, weil die sind für nichts gut, die Waffen. Naja, ist halt die Heal-Chance drauf, deshalb habe ich das genommen. Plus Heal. Der ist im Vergleich ziemlich sinnlos. Wie viel Prozent? 12. Naja. Ist auch nicht besser.
Jo. Jetzt sind wir hier durch. Southern. Nördlich von Fort Emerald Höhle. Da war ein Frostdrache drin, den man irgendwie heilen musste. Ich habe keine Ahnung wie. Und können wir auch mal gerade so hin, oder? Danach paddel ich nochmal hoch mit dem Boot. Try to heal it. Oha. Alle in Spellcraft gestiegen. Nicht, dass das jetzt großartig nützlich wäre. Ach, Spellcraft. Doch, klar ist das nützlich. Das habe ich gerade verwechselt. Na, sehr schön. Drache heilen haben wir auch. Wieder zurück. Oh Gott. Na ja, komm, machen wir sie kaputt. Ja, die bringen noch ganz gute Erfahrungen dafür, dass sie nichts können. Stufenaufstieg. Nächste Runde werden von denen nicht viele überleben. Ups. Nochmal. Looten. Fertig. Das war einfache XP. Ah, Ghosts. Klopf. Machen wir das ähnlich. Schön. Ah, den einen erreiche ich. Na, komm mal halt dahin. Passt schon. Haste.
Quatsch, die haben nichts. Gehen wir weiter. Damit sind wir jetzt hier beim ersten auf 34 angekommen. Paddeln wir mal wieder zurück. So, hier war dieser seltsame Slith-Stamm. Können wir da hochfahren? Leider nein. Da müsste ich noch in der Stadt Mehl verkaufen. Warum machen wir das mal gerade? War ich da schon? Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich mir das auch vergessen aufzuschreiben. Wer war denn das mit dem Mehl? Food for Harston. Susanne the Shopkeeper. Sharon. Hier wahrscheinlich. Hallo. Barf. Okay. War in Harston irgendein Trainer? Ja, First Aid und Kevlar. Das war unnütz. So. Na. Toll. Hier unten lang springe ich da mal rüber. Ich denke nicht, dass ich da schon war. Eine Hakai bei. Alles andere ist kompletter. Das sind komplette Gims. Ja, ja. Da habe ich aber auch die passenden Buffs gewählt. Mache ich das gleiche wie gerade mit den untoten Truppen. Ich sammle erstmal alle hier drum rum und dann puste ich die alle weg. Okay. Exterminate. Fup. Fancy, sehr schön. Ist ja jetzt schon halb tot. Batsch.
Nochmal. Haste. Umgepustet. Granite Girdle. Mhm. Mind Effect Resistance. Der ist auf jeden Fall besser als der. Der ist ziemlich gammelig. Können wir den auch verkaufen? Schön. Da ist noch ein Cache, den man ausgraben kann. Oder auch nicht. Scroll Speedburst, na super. Dann habe ich schon 44 Caches gefunden. Ja, und die Gegner waren ja vorher noch zu stark, als ich hier rumgepaddelt bin. Die dürften mittlerweile wohl auch kein Problem mehr sein. Aber bevor ich da lang ziehe. Ach, hier müssten wir ja auch noch hin, von hinten. Ja, dann könnte man das als nächstes Ziel nehmen. Erstmal rasten. Und dann dieses Pyrock-Ding von hinten angreifen. Dass ich hier rüber fahre. Wir können einfach in die Stadt zurück. Oh, jetzt sind da so stinkende Ogas. Ogas! Dann können wir auch schneller reisen. Jetzt können die blöden Oger abhängen. Hoch. Haben wir da eine Quest jetzt? Sneak into Pyrock's Lair. Aber den haben die, hat das Empire ja wohl umgenietet schon. Okay, das ist größer. No access to the fortress.
Pyrox Lair. Schreibe ich mal auf. Pyrox Lair. Cave Giant. Das waren noch die ganz schwachen, oder nicht? Na, es geht. Es geht. Viele sind's. Da werde ich jetzt auch einfach direkt alles in der Hose. Notfalls gehen wir halt rasten. Umrußen! Das war ein Boss. Hoppla. Naja, eingestampft. Ah, ein paar mehr. Die Weiner Xaga. Da sind noch mehr. Zwei Stück. Hält mehr aus. Ein Heilmittel besser mal. Bing.
So. Jetzt war die Mana schon fast leer gepustet, aber dafür waren die Kämpfe sehr kurz. Hier weiter. Okay, Spinnchen. Das wollte ich nicht. Halten ein bisschen mehr aus, als sie sollten. Das läuft nicht. Da muss ich erstmal unten die Typen platt machen. Na gut, passt. Die ziehen wir einfach durch die Tür durch. Der hält aber viel aus, beziehungsweise blockt viel des Schadens. Das ist ja mit den anderen Vergleich, die ich da gerade umgeholzt habe. Das ist ein besonderer Named. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mir die vorne auch extrem stark vorkamen, die Schützen, die hinter den Mauern standen. Schaden macht er trotzdem keinen. Maulers Ring. Melee Damage und Lethal Blow. Das ist schon ordentlich mit den 6% Armor dazu. Hmm.
Kann der vielleicht den tragen? Also der? Die haben alle schon sehr gute Sachen. Naja, dann behält der den hier auch. Dann ist der leider nicht besser. Piu. Gut, dann können wir wieder uns verstecken. Quatsch. Na super. Kann sich aber wieder bewegen. Aua. Ich habe halt keinen Magieschutz an gerade. Das merkt man. Quatsch. Nuke. Zack. Schwert. Haben wir hier noch wen? Jo. Komm her. Ja, ich glaube, da kann ich mich dran erinnern. Aber dann war das ein Kampf, wo ich Stunden dran saß. Der hatte einen, glaube ich, vorher gefangen genommen. Dann hatte man sich da irgendwie aus seinem Gemäuer vorgekämpft und dann am Schluss den Typen umgehackt. Und der war schon ziemlich fies. Immer noch einen Bogen. So, dann nochmal gegen diese dämlichen Spinnen. Klopf, klopf. Ja.
danach wieder rasten gehen. Nichts, okay. Doch, eine Kiste. Dann können wir wieder rasten gehen. Hier ist kein kein Schalter oder so gewesen. Da ist noch ein Trank auf dem Boden. Den nehmen wir mit. Wissen wir ja. So, wieder zurück. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Immer wieder. Mehr Giants oder Titans oder wie auch immer. Der ist gestunt. Containment Chambers authorized. Personnel only. Na gut. Dann machen wir mal den Stun wieder weg. Bam. Gesessen. So. Haben wir hier wahrscheinlich einen Schalter? Nein, haben wir nicht. Na, lass mal so rauskommen. Schalter. Hm.
Graveyard. Die kann man doch sicher irgendwie zum Leben erwecken. Denket. Potsart. Memory of our fallen brothers in arms. So, was haben wir hier? Drake Pits. Wenn da mal keine Drakes sind. Das sind nur kleine Lava Lizards. Okay. Klopf, klopf, klopf. Nichts weiter. Main Barracks. Oha. Das sieht nach Massaker aus. Der Eingang ist ein bisschen doof, weil man hier immer gecreeft wird. Aber das nehme ich jetzt in Kauf. Nächste. Ja, die halten ein bisschen mehr aus als die regulären mit dem Namen, glaube ich. Aber die tun halt nichts. Nächster. Das ist ein sehr langer, sehr unspannender Kampf. Einmal heilen. Habe ich überhaupt schon jemanden getötet? Lauf mir ja mal weg. Da kommt ein Opfer. Nächster. Kling, kling.
Der läuft jetzt auch wieder weg. Ne, tut er nicht. Mag noch jemand herkommen? Also. Naja, vielleicht gehen die auch davon aus, dass man das nicht schaffen kann. Dann haben sie aber nicht mit mir gerechnet. Terror Agent. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Batsch. So, Terror Agent, kommst du jetzt? Nein. Mind Taker Agent. Das war aber gemein. Tja, aber ich will die platt machen. Dann müssen wir die anders machen, anders angehen. Dann werde ich die in Grüppchen rauspullen. Aber die werde ich auf jeden Fall clearen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Vor allen Dingen sind da jetzt neue tolle Gegnertypen. Aber dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen. Und ja, und hier will ich auch wissen, was da ist. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann!